Hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Legion und zurück in aktuellen Questgebiet Suruma, wo wir heute weitermachen werden. Und zwar geht es darum, dass wir die Kapitels abarbeiten. Wir haben 10 von 11 und werden heute das letzte machen. Ich hoffe mal, dass wir das heute schaffen. Dass wir dann komplett durch sind. Irgendetwas stimmt hier Schauen wir nicht. mal. Ah, diese Ratten, ey. Hahaha. Schattenmimik ist immer schön. So. Irgendetwas stimmt hier nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen. Ich denke mal, außen lang vielleicht. Wird besser, ne? So, jetzt hier einfach geradeaus. Naja. Mit ein paar Häuser dazwischen. Aber gut, die können wir noch umgehen. Hoffentlich müssen wir ihm jetzt nicht so viel Mana geben. Das wäre natürlich doof. Ne, das war noch ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter. So. Ah je, wieder so ein Wächter, der uns entdecken könnte. So, hier sind wir jetzt richtig. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wo der komische Fuzzi hier rumsteht. Ah, kommen direkt gerade drauf zu. Nur die Frage, ist er oben oder nicht? Ah, der wird oben sein. Das ist natürlich doof. Ah, hier vorne ist eine Treppe. Eine Täuschung. Was Ah, passiert hier? zu spät. So, also war auch schon da. Okay, sollen wir den komischen Fuzzi der hier finden? Mal gucken, wo der überhaupt ist. Eigentlich kann er nicht allzu weit weg sein, weil das Gebiet ist ja nicht so groß, wo er sein kann. Eventuell. Ja. Steh mal wieder vor so einem Ding. Also der müsste eigentlich so gesehen hier drinnen stehen. Glaube ich jedenfalls. Gucken mal kurz nach. Moment. Ne, der ist es nicht. Tja. Oder ist es doch vielleicht doch unten? Warte mal. Ist es noch was? Ne, gibt's nicht mehr. Ja, muss das doch unten sein? Dass es da vielleicht einen Eingang gibt. Warte mal. Ja, aber das dauert ja schon lange, die Respawn-Zeit, bis der wiederkommt. Deswegen wundert mich das jetzt gerade ein bisschen. Okay, hier oben gibt es auch noch was. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz nach oben. Vielleicht ist er ja auch hier bei. Securing Tor. Hm.
Das ist schon wieder ein bisschen nervig gerade, weil dieser Fuzzi nicht da ist. Ich denke mal, dass der da unten sein muss. Ja, gute Frage, nächste Frage, ja. Ich finde den nämlich nicht. Moment. Guck mal kurz was. Dann ist er auch nicht da. Das ist ja wieder doof hier, Alter. Der müsste theoretisch gesehen eigentlich genau hier sein. Hier. Also hier. Ja? Oder so außen, so außerhalb. Aber hier ist ja nichts zu sehen. Das ist ja schon wieder sehr erfreulich hier. Warte mal. Oder hat den vielleicht in eine Tüte? Ne, dann werden die aus äußeren Wachen auch alle weg. Also da kann er nicht sein. Ist das wieder ärgerlich, oder? Warte mal. Wenn das auch doch hier Wer unten ist da? ist. Ja, sehr gut. Dass das doch hier unten ist irgendwo. Ah, da haben wir ihn. Wer ist da? Also. Aloin, seid ihr das? Es ist so dunkel. So gut. Ich habe den Quest-Fuzzi gefunden. Also der war doch unten gewesen. Verstehe. Er konnte sich nie von Ärger fernhalten. Danke, das werde ich nicht vergessen. So, die Quest ist abgeschlossen. Dann gucken wir mal. Aber irgendwie kriegen wir hier eine Schneue. Das ist ein bisschen komisch. Gerade. Guck mal kurz, was. Dekava. Ne, wir haben jetzt da eine. Da ist er. Ein Tag nach dem anderen. Verfügbare Quest. Gut, jetzt müssen wir wieder zurück. Und uns diese andere Quest holen. Dann müsste das eigentlich sein, weil meine letzte ist Brechen des Lichtbrechers, heißt diese Quest. Dann sind wir hier durch diese Tipi durch. So, dann werden wir noch mal gucken hier. Ah, hier vorne ist der Questgeber, okay. Ein Tag nach dem anderen. Die Nacht zu stehen, was ist das? Wir sind nur so stark wie unser Wille. Danke, dass ihr gekommen seid vom Nah. Ja, wir sollen jetzt die Frucht irgendjemand nehmen. Werden wir das mal machen. Unser Schicksal erwartet uns.
So, das hätten wir erledigt. Und hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal hier die Endquest bekommen. Die letzte, um das Kapitel hier abzuschließen. Grüße. Stille in der Stadt. Werden wir das mal machen. So, hier ist der nächste. Was habt ihr entdeckt? Oh, die Quest halt nur abgeben. Stille in der Nacht heißt die. So. Untersucht die Ereignisse. Ja, okay. Moorische Forum. Dann machen wir das mal. Da haben wir glaube ich irgendwo. Ach, warte mal, nee, der macht ein Portal für uns. Zögert nicht. Rauf auf das Feld mit euch. Was da? Ich bringe euch so nah ans Forum, wie ich kann. Okay. Ihr hört von mir. So. Das haben wir immer noch nicht die Quest, die wir haben wollen. Ihr müsst für mich einen zwielichtigen Charakter untersuchen, der in meiner Taverne rumläuft. Findet heraus, wo er steckt. Folgt ihm vorsichtig und deckt seine Pläne auf. Ja, wie gesagt, das ist immer noch nicht die Quest, die wir eigentlich haben wollen. Also die Endquest, um das Kapitel abzuschließen. Die 1 ist genau hinter uns. Wo wir hin müssen. Da kommen wir auch direkt drauf zu. Ich denke mal, wir müssen die erst machen hier. Oh, was nehmen wir das? So. Quest haben wir abgeschlossen. Die erste. Wir suchen uns das zweite Portal. Müssen halt nur aufpassen, dass wir uns hier nicht kriegen. Irgendetwas stimmt hier. Eine Täuschung. Scheiße. Was verbergt ihr? So, da ist der komische Questgeber, den wir brauchen. Ah, gut. Die müssen wir wohl platt machen jetzt. Aber geht ja immer noch. So. Elisande weiß von Vantirs Beteiligung an der Rebellion. Er ist weg. Okay. Aran Alkanar. Können wir noch mal 1500? Ist das denn hier alles? Braucht da kein Mensch. So. So, da kriegen wir noch mal zwei Quests hinzu. Reaktion auf Aggression heißt sie. Tötet 12 Soldaten, okay. Das ist die erste. Und die zweite ist... Kein Grund zu bleiben. Das sind nochmal 4500. Nett sein. Ich ziehe vor und bereite eine sichere Unterkunft für die Überlebenden. Bleibt tapfer. Okay. Wir haben jetzt die nächsten zwei Quests bekommen. Das heißt, wir machen weiter im nächsten Part. Also in diesem Part nicht mehr. Wir machen weiter im nächsten. Und bis dahin sage ich schon mal ciao.